Der frühere Skispringer setzte sich nach 19,4 Kilometern mit Start und Ziel in Lodosa mit 9 Sekunden Vorsprung auf den Neuseeländer Patrick Bevin, BMC Racing, durch. Der bislang in der Gesamtwertung führende Franzose Julian Alaphilippe, Quickstep Floss, kam auf Rang 8 0 Uhr 42 Minuten und hat damit als Zweiter nun 34 Sekunden Rückstand auf den 28 Jahre alten Roglic, der 2006 mit Sloweniens Skisprungteam Junioren-Weltmeister geworden war. Der deutsche Rundfahrtspezialist Emanuel Buchmann, Ravensburg, verbesserte sich mit einem ordentlichen Zeitfahren auf Gesamtplatz 6, 1 Uhr 48. Die vorletzte Etappe führt am Freitag über anspruchsvolle 164,7 Kilometer von Vitoria Gasteiz nach Eibar. Die Rundfahrt endet am Samstag nach der Königsetappe mit 8 Bergwertungen in Arrate.